Hallo und herzlich willkommen hier zu Vlog am Samstag. Mein Name ist der Ed von netgaming.tv. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute gibt es wieder tolle News, Gaming-News, Spiele-News natürlich und Film-News wie gehabt. Auch der Flop und Top der Woche ist wieder dabei. Und heute kann ich es gleich mal sagen, Flop der Woche ist der Schäuble, der Herr Schäuble. Und warum, das seht ihr natürlich später. Der Top der Woche ist der Didi Hallervorden. Warum er das ist, das werdet ihr auch näher sehen. Ja, ich wollte aber vorher noch was sagen, beziehungsweise mal eine kurze News raushauen zu Let's Talk at Sunday. Letzte Woche Sonntag lief ja die allererste Folge und von den Klickzahlen hat es euch ja wirklich gefallen. Finde ich super. Na, wollte ich gleich mal zu sagen, wann die nächste Folge kommt. Nämlich alle zwei Wochen, sprich am 1.5. kommt jetzt die neue Folge dann raus. Wieder mit einem Gast natürlich. Und ja, mal sehen, das Thema, könnt ihr eventuell was vorschlagen, wenn ihr selber mitmachen wollt, hinterlasst mir eine Nachricht, ihr wisst ja, wie es geht, bei Twitter oder hier bei YouTube, ein Comment oder Direktnachricht und dann könnt ihr auch gerne mal dabei sein und eure Meinung dazu sagen, zu einem Thema, was euch interessiert. Aber das soll jetzt nicht heute das Thema sein, das sollte nur eine kleine Anmerkung sein. Ja, und jetzt gehen wir auch schon los und wir beginnen mit der ersten News, die betrifft, wie soll es anders sein, Dark Souls 3, das neue Game, was rausgekommen ist. Und zwar, Speedrunner erledigt alle Bosse in nur knapp über einer Stunde. Speedrunner Distortion 2 hat den aktuellen Rekord im All Bosses Run in Dark Souls 3 inne. In nur etwa 70 Minuten erledigt ihr alle Bosse im Action-Rollenspiel. Respekt, wer es braucht, Respekt. Aber ob das Sinn der Sache ist, ich weiß es nicht. Egal. Gut, kommen wir zur nächsten News und die betrifft Amazon. Zwei-Klassengesellschaft bei Amazon. Einige Blockbuster-Spiele nur noch für Prime-Kunden. Amazon hat in Großbritannien und den USA kurzzeitig den Verkauf einiger Videospiele an Kunden blockiert, die nicht über ein aktives Prime-Abonnent verfügen. Mittlerweile ist die Sperre zwar wieder aufgehoben, einige Fragen bleiben jedoch offen. Ja, das frage ich mich auch, was der Blödsinn soll. Ganz ehrlich, wenn die natürlich das koppeln, ja, denke ich mal, dass viele Leute sich diesen Zwang nicht auferlegen lassen und einfach nicht mehr das kaufen. Ganz einfach. So, fertig gemacht. So, nächste News. Rollercoaster Tycoon World, mal wieder. Neues Update, verbessert Grafik nochmal, bringt neue Inhalte. Für das Aufbaustrategiespiel Rollercoaster Tycoon World wurde ein weiteres Early Access Update veröffentlicht. Das verbessert gegenüber den bisherigen Patches die Grafik nochmals und liefert eine neue Achterbahnphysik. Ich sag nur, yay, das Thema hatten wir doch schon. Nachdem, was sie sich alles geleistet haben, glaube ich nicht, dass es das nochmal rausreißt, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber das werden wir alles erleben. Gut, kommen wir zur nächsten News. Das ist eine Film-News. Und zwar geht es um Sherlock Holmes 3. Robert Downey Jr., der Darsteller des Sherlock Holmes und natürlich Iron Man, kündigt den baldigen Drehstart an. Schon lange ist ein dritter Sherlock Holmes Film mit Robert Downey Jr. geplant. Nun macht der Hollywood-Star Hoffnung auf einen baldigen Drehstart zur Actionkomödie. Bin ich gespannt, die ersten beiden Teile waren nicht schlecht, waren cool. Wobei der zweite Teil, Spiel im Schatten, glaube ich, dieses Wochenende sogar im Fernsehen läuft. Aber egal. Nächste News. Steam. Diese Spiele gibt es am Wochenende kostenlos. Bis zum 24. April stehen bei Steam 3 Spiele kostenlos zum Probieren bereit. Dabei handelt es sich um Rocket League, Company of Heroes 2 und Panzer Corps. Ja, finde ich nicht schlecht. Wir haben dieses Wochenende natürlich. Also wer es testen will, ne, geht auf Steam und lädt sich die Dinger runter. Nächste News. Geht um folgendes: Bethesda Sale bei Games Planet. Spiele wie Skyrim, Fallout und Doom im Angebot. Beim Händler, beim Online-Händler Games Planet läuft vom 22. bis zum 25. April ein großer Bethesda Sale mit Spielen wie Doom 3 BFG Edition und Titeln aus der Elder Scrolls und Fallout Serie. Ja, Leute, wenn ihr die Spiele noch nicht habt, dorthin gehen, gucken und eventuell kaufen, ne? Wenn sie günstig sind. Nächste News. Natürlich, wie immer, eigentlich in letzter Zeit dabei, The Division. Hotfix beseitigt Competent Glitch und mehr. Ubisoft Massive hat einen weiteren Hotfix für den Online-Shooter The Division veröffentlicht. Der beseitigt unter anderem den Competent Glitch und verbessert die Serverstabilität. Ja, liebes Ubisoft-Team, wird auch langsam Zeit, dass ihr mal die ganzen Macken in den Griff bekommt. Ist nicht mehr so schön, aber egal. Gut, nächste News, und die ist echt, die hat mich schon ein bisschen aufgeregt. Und zwar geht es darum, dass StarCraft 2 Weltmeister nahm Geld, um Spiele absichtlich zu verlieren. Das heißt im Grunde, er hat sich bestechen lassen, um Spiele zu verlieren. StarCraft-Profi Lee Life Seung-Jung, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe,
wurde von den südkoreanischen Behörden für schuldig befunden, gegen Bestechung gezielt Matches verloren zu haben. Unglaublich, dass es das auch jetzt in E-Sport, sag ich mal, um sich greift. Ist schon Wahnsinn. Ja, finde ich nicht toll. So, dann gab es letzte Woche zum Rambos Videogame ein kostenloses DLC, was, ich glaube, 2 Jahre jetzt danach, nach dem Hauptspiel rauskam. Auch nicht schlecht. Jetzt geht es darum, Rambo, The Video Game. Was hat Terminator mit dem späteren Story-DLC zu tun? Überraschend wurde ein Story-DLC für den Rail-Shooter Rambo, The Video Game veröffentlicht. Jetzt erklärt der Entwickler Reef Entertainment, wieso das von Kritikern zerrissene Action-Spiel 2 Jahre nach Release noch eine Erweiterung erhält. Ja, das ist eine gute Frage. Achso, er sagte, der Umfang sei zu kurz, außerdem würde die Story nicht die bekannten Rambo-Geschichten aufgreifen. Der DLC sollte das Problem lösen, die Entwicklung erstreckte sich aber bald auf die Länge einer kompletten Neuentwicklung. Laut dem Entwickler war vor allem Fehlplanung für die Situation verantwortlich. Im Grunde heißt es, weil sie missgebaut haben, gab es damals diese Version nicht mit drinne. Jetzt wurde es nachgereicht. Naja, immerhin, und wenigstens ist es kostenlos. Auch wenn das Spiel nicht so berauschend war. War ganz nett, ich hab's angezockt, aber haut mich nicht um den Socken. So, weiter geht's zu einer News von World of Warcraft. Reger Zulauf für Classic-Server-Petition. Mittlerweile haben deutlich mehr als 200.000 Spieler eine Petition unterschrieben, in der ein offizieller Classic-Server für World of Warcraft von Blizzard gefordert wird. Die Unterschriften sollen nun an Blizzard überreicht werden. Ich glaube aber nicht, dass sie sich umstimmen lassen. Also, ich meine, das wird, glaube ich, nicht reichen, um diesen großen Konzern dazu zu bewegen, da Classic-Server zu akzeptieren. Nächste News. The Elder Scrolls Online im Dark Brotherhood DLC an der Goldküste Morden. Bestia hat jetzt die ersten Informationen zum DLC rund um die dunkle Bruderschaft. Sekunde, mir juckt's gerade an der Nase. Für The Elder Scrolls Online veröffentlicht. An der Goldküste tretet ihr der Attentätervereinigung bei. Hier könnt ihr auch die aus Oblivion bekannten Städte Anvil und Quatsch erkunden. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Gut, kommen wir zur nächsten News. Das betrifft Windows 10. Kostenloses Upgrade auf Windows 10. Der 100-Tage-Countdown läuft. Microsoft hat entgegen vieler Gerüchte nicht vor, Windows 10 länger kostenlos anzubieten, als ursprünglich angekündigt. Damit bleiben noch 100 Tage für das Gratis-Upgrade. Ja, ich werde es wahrscheinlich auf dem allerletzten Drücker machen, wenn überhaupt. Mal gucken, was sich bis dahin tut. Ich bin noch nicht überzeugt davon und ich habe auch Angst, dass die Hälfte meiner Programme und Spiele dann nicht läuft. Muss ja nicht sein dann. Schauen wir mal, ne, was da kommt. So, noch eine News, die betrifft The Black Death. Start der Early Access Phase mit Rabatt auf Steam und Co. Zum heutigen Start der Early Access Phase des Pest Survival Spiels The Black Death hat der Entwickler einen neuen Launch-Trailer veröffentlicht und gibt 10% Rabatt auf das Spiel bis zum 26. April. Also, wer Interesse an diesem Spiel hat und in die Early Access Phase eintreten will, schlagt zu, ihr habt Zeit bis zum 26. April. Ich werde es mir, wenn es fertig ist, wahrscheinlich mal angucken. Sieht doch von den Bildern ganz gut aus. Ich hoffe, dass es gut wird. Hat ein interessantes Setting für mich. Gut, kommen wir jetzt zum Flop der Woche. Und das ist unser lieber Finanzminister Herr Schäuble, den ihr jetzt eingeblendet seht. Der gute Mann, der will doch tatsächlich, beziehungsweise er hat es wieder angeregt, dass wir noch länger arbeiten sollen in unserem Leben. Am besten bis 70. Und ich frage mich, wo der seine Illusionen hernimmt. Ich meine, heutzutage kriegt doch kein vernünftiger Mensch schon, also du kriegst schon mit 50 Jahren, sage ich jetzt mal, pauschal gesagt, schon keinen vernünftigen Job mehr, beziehungsweise überhaupt einen Job. Und dann soll man mit 70 arbeiten, nur damit die Bonzen, sage ich mal, sich den Arsch weiter vollstopfen können und wir uns zu Tode ackern dürfen. Da können wir ja gleich einen Leichenwagen holen. Da seht ihr ihn, der uns direkt von der Arbeit abholt. Herr Schäuble, ihr Plan, bis 70 zu arbeiten, nur damit ihr Finanzen und ihre Bonzen und ihre Politiker euch den Arsch weiter vollstopfen könnt mit der Kohle und wir krepieren auf der Arbeit. Ganz klar, Flop der Woche. Sie haben nicht mal einen Latten am Zaun. Sie leben weit weg von der Realität. Ganz ehrlich. Fragen Sie mal die Leute, die auf der Straße sind, die jetzt schon Arbeitsprobleme haben. Wie sollen die dann bis 70 arbeiten? Hm? Denken Sie mal dran. Sie haben ihre Schäfchen im Trocken. Sie und ihre CDU-Genossen da. Gut, das regt mich immer wieder auf, wenn die solche Spinner, sage ich jetzt mal, so einen Mist fordern. Ganz ehrlich. Aber egal. Gut, kommen wir jetzt zum Top der Woche. Und das ist Didi Hallervorden, der gute Mann. Der Mann hat wirklich Eier in den Hosen. Es geht natürlich um den Fall Böhmermann. Und der lässt sich das Wort auch nicht verbieten. Und der hat jetzt glatt nochmal eins nachgeschoben.
Und zwar ein Video. Er hat ja schon diesen Erdogan, zeig mich bitte an, dieses Video gemacht, diesen Song. Und jetzt hat er noch eins nachgeschoben und da blende ich euch mal einen kurzen Ausschnitt ein. Sie war einst junger Pionier. Sie hat schon früher gut taktiert und danach auf Jungfrau Maria gemacht und uns jetzt ein Stückchen Scharia gebracht. Scharia Light. Scharia Light. Immer bereit. Ja, das war das Video von Didi Hallervorden und dafür, dass er Eier in der Hose hat, sag ich mal, und sich den Mund nicht verbieten lässt und seine Meinung auch sagt und dafür einsteht, kriegt er von mir 2 Däumen hoch, den Top der Woche. Jawohl. Danke, Didi. Du bist klasse. Gut. Das war's heute eigentlich auch schon. Ich bin auch schon wieder durch heute mit meinen Sachen, was ich sagen wollte. Wie gesagt, denkt dran, wenn ihr bei Let's Talk a Sunday mitmachen wollt, lasst einen Comment unter, schreibt mich an und dann besprechen wir alles. Lernen uns ein bisschen kennen, beschnuppern uns und dann sehen wir weiter. Ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, diesen Sonntag wird es keinen Livestream geben. Ich muss ein bisschen was aufnehmen, vorbereiten für nächste Woche, weil Fallout 4 ja bald ausläuft bei mir auf dem Kanal. Darauf hatte ich ja schon eine Umfrage gestellt auf Twitter, aber bis jetzt kam da leider noch nicht so viel. Deswegen wird es wahrscheinlich irgendetwas sein, worauf ich richtig Bock habe. Mal gucken, was als nächstes Let's Play kommt. Schauen wir mal. Ansonsten bleibt mir heute nur noch zu sagen, habt einen schönen Samstag, habt ein schönes Wochenende. Denkt wie immer ans Däumchen, ans Feedback natürlich, ans Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich bin für heute raus. Macht's erstmal gut. Euer Ed von netgaming.tv. Bye bye!